Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben und man sieht schon, wir befinden uns im Nether, nicht nur im Nether, in einer Nether-Festung. Und hier hatten wir versucht beim letzten Mal Widder-Skelett-Schädel zu farmen. Nun, wir haben ein paar Steinschwerter rausbekommen, die können wir jetzt hier noch zusammenpappen. Hui, das war lustig, aber sehr sinnlos. Ein paar Knochen haben wir rausbekommen, ein bisschen Kohle. Aber halt keine Widder-Skelett-Schädel. Das ist ein bisschen schade. Hier springt doch der ein oder andere Plopsi-Bops rum. Das ist ein kleiner Schweinemensch. Ja gut, wir haben aber trotzdem unser Plünderungs-3-Schwert. Für maximale Plünderung. Oder zumindest ist das der Plan. So, wie kriege ich den? Oh, guck. Oh, der hat Magma-Creme gedroppt. Und das nicht nur ein bisschen. Der hat richtig viel gedroppt. Gleich 3 Stück, da hatten wir beim letzten großen Blob oder bei 2 großen Blobs zuletzt erst geschafft, so viel daraus zu bekommen. Das war eigentlich ganz gut. Vielleicht sind wir jetzt auch lucky und kriegen auch hier das ein oder andere Widder-Skelett so kaputt, dass das ein Schädel droppt. Wäre doch schön. Nee, nur Kohle. Aber davon ein bisschen. Gut, wir gucken also noch ein bisschen rum und farmen in der Hoffnung, dass wir... Piu, piu. Wieder solche blöden Ghasts. Ich mag die nicht, die Viecher. Die sind sehr nervig und... Wow. Muss ja nicht sein. So einen hier zu haben. Da habe ich da gerade ein Widder-Skelettchen gesehen. Das ist ein Widder-Skelettchen. Hallo. Hallo. Komm mal her. Nee, leider auch nicht das gedroppt, was wir brauchen. Aber noch ein Steinschwert. Jetzt haben wir ein komplett repariertes Steinschwert. Das war sinnvoll. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Das hat uns so viel gegeben. Nicht. Dann gehen wir wenigstens der Lohe hier nochmal ein mit. So, dann gibt es nämlich auch kleine Lohenstäbchen. Davon kann man ja nie genug haben. Und ich höre hier die ganze Zeit diesen blöden Ghast, aber ich sehe ihn nicht. Was vielleicht auch ganz gut ist, dass wir den nicht sehen, weil der könnte uns ziemlich hart auf den Keks gehen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Nein. Nein. Blöder Gast. Okay, hier sind noch ein paar Lohen. Den gebe ich noch eine mit. Oder wäre ich jetzt fast zu weit geflogen und hier noch runter? Das wollen wir natürlich nicht. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Vermeiden. Nein, nein. Aua. Ach, komm, nee, wir machen es halt so hier. Aua. Auf mich zu beschießen. Dankeschön. Zack, weg. Nicht mal nur ein Stab gedroppt. Und jetzt nicht mal ein Widder-Skelett, oder? Doch, nee. Da, da. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Mist. Verfehlt. Ha! Erwischt. Komm schon. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht getroffen. Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich ihn erwischt. Vielleicht hat er was gedroppt. Da müssen wir schnell hingucken. Und so eine Gasträne wäre jetzt schon sehr cool. Oh, eine Gasträne. Nice, nice, sehr gut. Die sind sehr gut, damit können wir nämlich wunderschöne Regenerationstränke brauen, die uns im Kampf gegen den Widder zum Beispiel enorm unterstützen können. Und davon haben wir auch nicht so viele. Ja, da hatte ich beim letzten Mal auch, glaube ich, vergessen zu brauen, die Dinger. Naja, nicht dieses Mal. Mist. Ja, wir müssen halt auch erstmal die Widder-Skelett-Schädel finden. Das ist noch so eine kleine Voraussetzung. Was macht denn der da? Bup. Bup. Den Rest machen wir mit der Hand. Bup. Alles klar. So, der ist jetzt auch weg. Widder-Skelette, wo seid ihr? Hallo, Widder-Skelett. So, nee, hier nicht, da nicht. Wo sind denn die Viecher?
Ja gut, wir suchen einfach mal noch ein bisschen. Doch, 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 da, 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 da. Ich sehe eins, ich sehe eins, ich sehe eins, ich sehe eins. Attacke! Mist. Aber wir haben schon das richtige Schwert beim Wickel. Das ist ja das Doofe. Ja, wir können hier uns auch mit denen ein bisschen rumprügeln, mit den ganzen Schweinemännchen. Aber dann sind die wieder so dauerhaft sauer auf uns und das geht mir immer so ein bisschen auf den Keks. Huch, 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 huch. Ja, warte, ich mache erstmal euch platt. Ganz ruhig hier. So. Dann kriegst du noch eine mit. Nein, nein, okay. Dann nicht. Aua! Blöder. Was? Naja. Gut, der Lohnstab, der war eh nicht so wichtig, also von daher könnten wir auch darauf verzichten. Oh, hallo. Weg mit dir. Weg, einfach. Oh, ist noch ein bisschen Erfahrung, die nehmen wir natürlich mit. Noch ein bisschen Gelumpe, ein Lohnstab. Sehr schön. Unser Bogen hat ganz schön gelitten. Aber das ist nicht schlimm. Noch ist alles im grünen Bereich. Ich meine, unsere Rüstung hatten wir ja repariert. Feuerschutz sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind auf jeden Fall vor den Angriffen der meisten Viecher hier relativ geschützt. Und da hinten sehe ich wieder Skelette rumstehen. Hallo. Ach, ist der süß. Bist du süß, du kleiner Plops. Hey, 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 hey. Zack. Nein. Nix. Okay. Was mit dir? Weg. Was mit dir? Kommst du da mal runter? Hallo? Wieder kein wilder Skelettschädel, Mann. Und was mit dir hier? Du musst jetzt eintroppen. What? Also. Der hat mich gehauen, Mama. So. Also weg. Kein Schädel. Mann, ich will jetzt hier einfach bloß einen Schädel finden. Das Farmen von den Dingern ist halt wirklich so eine Sache der Anstrengung. Da muss man halt gucken, wo man bleibt, wie man das macht. Das ist auch nichts Einfaches. Hat auch nie einer behauptet, glaube ich. Also ich zumindest nicht, dass es einfach wäre, wieder Skelettschädel zu farmen. Selbst mit dem Plünderungs-3-Schwert nicht. Ach komm schon. Droppt doch jetzt wenigstens mal was. Können wir hier weg. Ja, genau. Rennen wir genau vor den Schuss. So, der Schwein. Und da fliegt die Erfahrung ins Nichts. Na gut. Ist jetzt auch nicht so wild. Gucken wir mal auf der Seite, ob hier vielleicht noch so ein wieder. Was ist denn da los? Ist das hier Kindergarten? Der Schweinebärmann Kindergarten oder was? Und das sieht aus wie eine Erzieherin. Alles klar. Du kriegst eine mit. Hey! Hey, 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 nicht ja, nicht ja. So. Wo ist denn der jetzt hin? Fliegt der da runter? Na, lass ihn da runterfliegen. Wenn er denn da Lust hat, runterzufliegen, dann lass ich ihn. What, what, what? Wer? Wo? Was? Hä? Was? Ach, bestimmt der von unten. Alles klar. Ja, der von unten, der geht mir ja nicht so auf den Keks. Von daher. Na, ist doch nicht wahr. So, der ist weg. Zack. Zack, den Rest mache ich jetzt mit Hand. Puff. Ah, oh, gleich zwei Lohnstäbe. Sehr schön. Gut, ich sag mal so, wenn wir von einem genug haben, dann eigentlich von Lohnstäben. Also, wenn man die Lohnstäbe wenigstens noch in Diamanten umwandeln könnte oder so, das wäre ja noch sinnvoll an irgendeiner Stelle. Aber. Nö. Gott, das geht so tief runter. Buah, da läuft mir direkt immer den Schauer in den Rücken runter, wenn man solche. Das ist. Buah, nee. Überhaupt nicht schön. Das muss nicht sein. Wie sieht's aus? Das ist ein einfaches Skelett. Kein Widder-Skelett. Das bedeutet, das Skelett wird wahrscheinlich nicht. Also seinen Schädel droppen. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Das fehlt eigentlich noch, dass so Skelette und Zombies eigentlich auch so ihre mit so einer ganz, ganz geringen Chance ihren Scheiß droppen können. Das fehlt mir noch ein bisschen in Minecraft. So, schon mal angehittet, damit er nicht despawnt.
Hoffe ich zumindest, dass das so funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Minecraft macht nämlich sein eigenes Ding immer. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Tschüss. Bäh. Keine Zeit. Tschüss. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Aua. Oh. Ach, Mist. Ja, hör doch mal auf, mich zu beschießen. Das war ja knapp. So, weg mit dir. Werde ich immer noch verfolgt von dem einen? Tatsache. Der lässt nicht locker. Hardcore-Stalker. Mein Stalker. So. Blub, blub, blub. Mein Stalker. Mein Stalker. Er ist immer voll dabei. Folgt mir überall. Mein Stalker. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich glaube, das Lied ging im Original ein bisschen anders. Stammt, also vom Grundsatz her, ich kenne bloß die englische Version. My Stalker and Me. Von Robot Chicken. Was eine sehr interessante, doofe Serie ist, aber. So, komm mal runter hier. Komm mal her. Komm. Au, nein, nicht du. Du gehst mir mal nicht auf den Keks. Ich sehe es, komm, ich treffe hier gleich noch Schweinemenschen und dann. Nein, Moment, falsches Schwert. Lass dich doch treffen. Warte. Aua. Hey. Aua. Ist ja, ist mal wieder gut hier. Chillt euch mal ein. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Hä? Ach hier. Nee, hä? Wie komme ich da hoch? Pass auf, ich weiß einen Weg, wie ich da hochkomme. Und ich komme da hoch. Ne, ich komme da nicht hoch. Jetzt komme ich da hoch. Aha. Halt, falsches Schwert. Aua. Der hat mich gewittert. Au. Autschen. 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 Oh, ich muss was essen. Sonst kann ich nicht regenerieren. Aber wir sind gut geschützt, also das passt schon. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ich habe einen Pfeil in der Schulter stecken. Au. Das sieht man auch so. Oh, nö. Cooler Pfeil in der Schulter. Aber es funktioniert noch alles, also von daher. So. Gehen wir hier runter. Ja, nicht ganz runter. So runter, so reicht. Okay. Immer noch kein Widerskelett. Oh Gott, was ist denn hier los? Moment. Sehe ich das jetzt richtig, dass die Lohnen gerade ein Schweinemännchen geschossen haben und jetzt die Schweinemännchen sauer auf mich sind, deswegen? Das wäre ziemlich uncool. Das gehört sich nicht. Schämt euch! So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht sauer auf mich. Ja, dann müssen wir halt gegen die auch noch kämpfen. Das wäre halt auch noch so. Ja, müsste man dann halt, meine Güte. Wäre jetzt nicht das Problem, aber es wäre uncool, sagen wir mal so. Weil die Schweinemenschen ja doch immer recht. Ach, natürlich, jetzt kommt noch so einer angeschissen. Au, warum renne ich da voll rein? Nimm das! Bäm, weg damit. Hat er was getroppt? Hört doch mal auf mit eurem Blödsinn. Was? Kommst du da runter? Meine Güte. Ein Widderskelett. Oh, vielleicht ist das Widderskelett, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam, bam. Ja, wir haben endlich Knochen. Ach nee, Mist. Wir haben ja keine Knochen gesucht. Wir haben ja einen Widderskelettschädel gesucht. Enno, aber dafür haben wir schon ganz der Kohle voll. Ist doch auch was, oder? Nein? Nicht so cool? Gut. Batz! Oh, den haben wir direkt One-Hit eine mitgegeben. Nice. Das war echt eigentlich ganz geil. So schön mit dem Sprung und dann BOM! Piu, piu! Piu! Weg. Alles klar. So, ein Skelett weniger. Aber auch hier gibt es nur Knochen.
Knochiger Spaß. Für dich und mich. Ist jetzt aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja sowieso, wenn wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen Netherstein abbauen und... Wenn ich jetzt nur so, ja? So leicht schieße? Ne? Ist immer zu viel schon. Nee, gut, den treffen wir nicht. Egal. Ich wollte es eigentlich so ein bisschen trickshotten hier. So ein bisschen rumtricksen. Rumtricksel. Aber das wollten ja noch nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal so rum. Normalerweise gehen wir immer andersrum. Bei unserer Tour de Widerskelett-Schädelfarm. Aber irgendwie... Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, warum wir genau immer andersrum laufen. Weil es irgendwie ertragreicher ist. Hallo? Ist überhaupt ein Gegner? Irgendeiner? Da ist ein Schweinemensch. Da ist noch eine Lohe. Und die klatschen wir jetzt auch noch schnell um. Bumm, bumm, bumm. So. Lohe weg. Alles klar. Ist in der Zeit jetzt hier draußen was Lustiges gespawnt. Schweinemensch da drin. Schweinemensch da draußen. Schweine, Schweine, Schweinemensch. Oh, hallo. Wer bist du denn? Bist du etwa... Sir, ich droppe den wieder Skelettschädel? Nein? Dann war das dein Bruder. Schade. Aber ich sehe den da oben schon rumstehen. Da gucken wir jetzt auch mal hin. Und dahinter ist dann noch eins. Wieder Skelett, das ist sehr gut. Hallo. So, direkt weg. Nein, schade. Aber wir haben noch eine Chance hier unten. Hallo. Oh, direkt im Fall hier eine mitgegeben. Aber kein Widerskelettschädel. Ach, verflixt nur eins. Das ist wie Lotto. Bloß mit Würfeln. So. Und Würfel sind ganz ehrlich nicht meins. Also, das ist beim Würfeln prinzipiell... Kriege ich nie das, was ich brauche. Und wenn ich das kriege, was ich brauche, dann nützt es mir trotzdem nichts. Weil ich es in dem Moment nicht mehr brauche oder so. Das ist einfach solche Trollwürfel. Kennt man bestimmt. Oh Mensch, ärgere dich nicht. Oder von anderen Spielen. Zack. Ja, erstmal die Lohnen kaputt gehauen. Ich weiß gar nicht. Würde das funktionieren, wenn wir jetzt hier wirklich so eine dicke Plattform bauen? Wäre das nicht. Das wäre doch dann alles noch Netherfestung. Und so ein Spawnbereich, oder? Ich meine, würde das gehen? Ich wäre gewillt, es auszuprobieren, aber da hinten sind noch drei Widerskelette, die hole ich mir zuerst. Schnell hin! Widerskelette farmen! Jump, jump! So, nochmal vorher ein Steak in den Rachen hauen. Ich hab irgendwas plopsen hören, ist ja auch egal. Die sind jetzt erstmal wichtiger. Komm mal her, alle drei. Aua! Das Arschloch. Ja, komm hier, der Nächste. Ja, du auch. Ist auch doof. Alles klar. Wow. 1000 Knochen. Kein Widerskelettschädel. Wir haben das richtige Schwert benutzt. Das ist doof. Mann. Och, jetzt haben wir schon wieder so ein blödes Steinschwert. Ja, ein Steinschwert. Hurra. Ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, dass gerade wenn hier so viele sitzen, dass du... Nö, 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 nö. Wie diese... Nee. War das diese Hupe? Doch, das war dieser Sound von dieser typischen Hupe, die immer da so... Ah, ich kann das nicht so gut nachmachen. Ich bin kein Auto. Hallo. Ich wäre gerne ein Auto. So, komm mal her hier. Schön hier in die Ecke rein, wo ich euch sehen kann. Wenn ihr was droppt, das auch schön droppt. Boah, hat er mich nochmal gewittert. Ah. Frechheit. Ich habe ja auch einen Blobsi irgendwo gesehen. Ich glaube, den hole ich mir noch. Attacke. Batz. Ja, dann spring doch auf mich drauf. Mach, aua, 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 aua. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Oh, Magma-Creme. Ja. Schön.
Komm hier, du kriegst noch eine mit, du kriegst noch eine mit und du, oh, noch mehr Magma-Creme. Ja. So ist das fein. Kommt schön, schön her. Check, check. So. Essen wir nochmal ein leckeres Steak. Dafür haben wir sie ja mitgenommen. Hm. Aber ich würde sagen, sehr erfolgreich war das jetzt auch noch nicht. Und wir haben, na gut. Ich würde gerne noch Erfolg haben in dieser Folge, ganz ehrlich. Das Problem ist, ich kann es ja nicht wirklich beeinflussen. Sondern ich kann nur zugucken, wie wir, wie ihr auch, halt ein Widerskelett nach dem anderen umklatschen. Nur um dann am Ende, aua, nochmal gewittert zu werden, noch mehr Knochen zu kriegen. Achso, ja, ich bin gewittert. Ja, ich erinnere mich. Alles klar. Widerskelett-Schädel, wo seid ihr? Wo seid ihr? Bang. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal den da loswerden. Okay, jetzt. Jetzt komm mal. Okay, wo waren wir? Ach ja. Aua. Das sind blöde Blobs. So, komm hier. Du weg. Du weg, du weg, du weg. Weg, weg, weg. Ah, oh, schon wieder so schön viele Magma-Creme. Finde ich sehr gut. Sammle ich auch gleich mal ein, bevor jetzt hier irgendwie so ein so eine Lohe hier hinschießt und uns sozusagen hier das alles verbrennt. Unser ganzes Loot, das wäre nicht so schön. Apropos brennen, was brennt denn hier die ganze Zeit? Ach du, ja, komm mal her. Aua! Ich hab mich angeschossen. Ist echt gemein. Aber na gut, wir haben ja unseren Feuerschutz und ja, 17 Magma-Creme, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Eine Gasträne. Würde ich es als Erfolg verbuchen, diese Farm-Session? Nicht wirklich, da wir keinen Widerskelett-Schädel gekriegt haben. Ein halber Erfolg vielleicht, weil wir so ein paar Nebenquests regelrecht erledigt haben. Aber die eigentliche Quest des Holens eines Nether-Schädels, Widerskelett-Schädels, genau. Das konnten wir leider nicht erfüllen. Da hinten ist noch so ein blöder Gast am Rumwuseln. Und den zu... What? 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 Holen wir auf einmal alle her. Okay, das war nix. Das war auch nix. Genau, flieg doch weiter weg. Tschüss, ich botte. Du willst mir bloß auf den Keks gehen. Ich will dich gar nicht treffen. Wetten, ich treffe jetzt so einen Schweinemenschen. Der ploppt auch immer auf und weg, ne? So, da ist er wieder. Natürlich fliegt er höher. Was soll denn das? Mann. Okay. Okay. Alles klar. Solange du mir nicht auf den Keks gehst, kannst du da rumfliegen in deiner entfernten Fernheit. Das ist mir egal. Aua. Ach, Menno. So enttäuschend immer. Das tut mir echt leid, weil ich... What, 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 what? Ach so, das war doch der Wintereffekt, der mich getroffen hatte. Ich war jetzt gerade... Wer schießt denn da so motiviert? Hm. 20 Magma-Creme. Gab wieder ein bisschen was raus. Das ist schon mal gut. Das hört man wenigstens gerne. Ja, wenigstens die Nebenquests sind quasi gut erfüllt. Aber die Hauptquest halt nicht. Das bedeutet gescheitert. 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 Leider. Aber na gut. Man kann halt nicht immer gewinnen. Nicht jedes Mal, wenn wir in Nether gehen, kriegen wir auch wieder Skelettschädel raus. Versuche das jetzt hier gerade ein bisschen negativ zu reden, in der Hoffnung, dass Minecraft sagt, oh, armes kleines Moi und mir jetzt noch was gibt. Aber irgendwie scheint es in dieser Folge einfach nicht mehr funktionieren zu wollen. Wir sind jetzt hier die ganze Zeit rumgerannt und ich werde dann auch in der nächsten Folge höchstens ein paar Minuten da rein investieren. In die Jagd und dann sagen, komm, was soll's, das hat so in der Form keinen Sinn. So, geh mal weg. Hört ihr mal auf, ihr blöden Lohn. So, ich will eigentlich da oben noch an das Widerskelett ran. Haben wir den jetzt gekriegt oder ist er verbrannt? Mmh,
Yes! So. Das war's. Sehr gut, wir haben den Widerskelettschädel. Wir können also wieder gehen. Oh, ich dachte jetzt schon, wir kriegen in dieser Folge echt gar keinen mehr. Aber, Kampf bis zuletzt. Und wir haben, was wir wollten. Und beim nächsten Mal würde ich einfach sagen, solange stelle ich mich noch hier in die Ecke, die leuchtende Stein. Der leuchtet so schön. Da kann ich mich drin tarnen. Weil ich auch so leuchte. Weil ich mich gerade freue. Wir haben wieder das Glätschschädel gefunden und die Folge war nur unbedeutend länger, als sie eigentlich hätte sein sollen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin. Guck ich da mal um die Ecke, was da rumläuft? Nee, alles cool. Kleiner Schweinemensch, der freut sich. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.